Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wird ja ein richtig cooles Video, hoffe ich jedenfalls, denn ich freue mich schon auf den Tag. Heute ist nämlich Dinas erstes Turnier. Also es ist nur Trainingsturnier, nicht mit richtigem Richterkommentar und Platzierung oder so, aber es ist trotzdem alles nur Turnierbedingungen. Das ist bei uns hier am Verein. Dina kennt den Platz aber trotzdem nicht, sie war da einmal, aber das ist jetzt auch nicht, dass sie den jetzt super kennen würde. Und heute ist ja auch alles anders, jetzt ist es alles geschmückt und das Turnierfjerg steht halt, der Richterwagen ist da auch, aber es ist halt eben kein Richter da, aber trotzdem alles ist da wie auf dem Turnier. Dina ist da vorne, man sieht jetzt gar nicht viel von ihr. Aber ich hole sie jetzt gleich hier rein und dann geht's los. Ich habe hier alle Sachen liegen. Also wir gehen komplett im Turnierlook. Muss man ja nicht unbedingt beim Trainingsturnier, aber wir machen das jetzt mal fürs Feeling auch so ein bisschen. Und ja, jetzt holen wir es erstmal rein. Da ist die Dina. So, auf geht's, komm. Da ist auch der Papa. So, los geht's. Ich werde jetzt anfangen einzunähen. Wer sich ans letzte Video vom Turnier mit Frieda erinnert, weiß, dass ich da schon einnähen wollte und dazu wenig Zeit eingeplant habe. Deswegen habe ich heute sehr viel Zeit eingeplant. Ich habe hier schon mal einen Nadel und Faden vorbereitet. Und dann geht's jetzt los. So, wir sind jetzt fertig. Ich habe Dina jetzt fertig gemacht. Und sie sieht total anders aus, aber es sieht ganz süß aus, finde ich. Wir haben eine ganz interessante Schabracke auch heute dabei. Aber vielleicht bringt uns das ja Glück. Ich bin gespannt, was sie macht. Es kann auch sein, dass sie vielleicht ein bisschen ausflippt. Man weiß es bei ihr nicht. Sie kann aber auch kein Flieg sein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. Wir haben auch zum Glück Belly dabei. Als zur Sicherheit. Und ja, wir gehen jetzt mal rüber und dann schauen wir, wie es wird. Wir reiten eine Abendsfunk und dann probieren wir einfach mal alles aus. My headspace, been weaker, it's been waiting for the right day. Like the right day ever comes, now it's Friday, and nothing's changed. Mistakes that everyone is making, but I can't change. I'm stuck in reverse like an old Benz. Forgot to tap it up. Now I long for another day where things fall into place. So if you're down, I'll be down. Pack your bags, fill them up. We can go tonight, take a flight to a higher ground. How does that sound? How does that sound? So, jetzt geht's los. Jetzt sind wir hier im Viereck. Wir konnten erst noch ein bisschen rumreiten, weil es ja ein Test of Choice ist. Aber jetzt seht ihr gleich auch Ausschnitte aus der Prüfung, die ich euch ein bisschen zusammengeschnitten habe. Setzt ihr die A5. Ihr sitzt hier erstmal rechts um, dann da vorne gleich wieder links um. Auf jeden Fall, Dina, war, als ich erstmal ein bisschen rumgeritten bin, da sind wir auch mit Valli zusammen da reingegangen, war sie schon ein bisschen angespannt, weil sie ein bisschen Angst vor dem Richterwagen hatte, weil das ja ein Anhänger war und sie hat noch so eine kleine Anhängerproblematik. Deswegen müssen wir mit ihr auch bald Anhängertraining machen. Auf jeden Fall hatte sie da ein bisschen Angst, weil sie jetzt ja noch überreden lassen und wurde dann immer lockerer. Aber ich hätte vielleicht noch länger ein bisschen erst rumreiten sollen, weil ich bin nach der Prüfung noch mal ein bisschen im Viereck geritten, weil dann immer noch Zeit war und da war sie dann noch lockerer. Aber trotzdem war das jetzt schon mit vielen guten Sachen. Ja, hier diese Volte mit Überstreichen. Insgesamt hält sie sich halt manchmal so ein bisschen fest und klemmt dann so ein bisschen, wenn sie ein bisschen aufgeregter ist. Aber sie macht halt nichts. Und ja, hier ist der Schritt, das war so das Schlechteste, das müssen wir noch am meisten üben. Aber ich muss auch sagen, ich bin eigentlich mit Dina noch gar nicht so doll im Training. Also ich reite sie ja jetzt noch gar nicht so lange. Und am Anfang war das echt alles viel schlimmer, auch im Trab oder so mit der Anlehnung und der Klemmigkeit vor allem. Und der Schritt ist halt, man sieht doch hier, meine Hände führe ich dann sehr breit, weil ich hier halt versuche, den Weg nach unten irgendwie zu zeigen. Aber das wird bestimmt auch noch besser mit weiterem Training. Auf jeden Fall kommt jetzt der Galopp gleich, der erste. Da war das hier auf dem Mittelzirkel und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Das Angaloppieren war so ein bisschen unsicher. Hätte ich ein bisschen besser vorbereiten müssen, aber hat alles geklappt. Und genau, da geht es erstmal hier einmal auf den Mittelzirkel eine Runde. Allgemein muss ich da manchmal auch achten, dass ich noch ein bisschen mehr vorwärts reite, so in allen Gangarten, damit sie dann auch, wenn sie vielleicht ein bisschen aufgeregt ist, so ein bisschen aus der Spannigkeit, sag ich mal, rauskommt. Aber es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt da super aufgeregt war. Sie war absolut handelbar und sie wurde auch ganz schnell immer gelassener. Da vorne ist ja auch Valli, wie ihr seht, sie war auch nicht alleine. Jetzt kommt hier gleich der Mitteltrab. Da war nicht wirklich was zu sehen. Da muss ich einfach noch mehr rausreiten. Ich meine, sie hat jetzt auch nicht die Mega-Gänge. Aber nachher so, als ich noch im Viereck auch geritten bin, war das auch schon mal zwischendurch ein bisschen besser. Kam auch mal ein bisschen mehr. Aber ich muss mich auch echt noch ein bisschen mit ihr auch ein bisschen zusammenfuchsen. Einfach, ich reite sie ja wirklich noch gar nicht lange. Jetzt kommt hier noch der Linksgalopp und dann auch gleich einmal zulegen im Galopp.
Ja, es hat sie insgesamt alles echt gut gemacht. Jetzt ging sie auch super hier in der kurzen Seite her von den Richtern. Es war ja keine Richter da, aber es ist für Dina ja genau wie auf dem Turnier. Sie weiß jetzt ja nicht, ob da jetzt ein Richter drin ist oder nicht. War auf jeden Fall eine super Übung und sie hat das auch echt gut gemeistert. Ja, hier so beim Zurückholen, da muss sie manchmal noch ein bisschen durchlässiger sein. Da müsste ich noch dran arbeiten. Aber ja, wirklich alles schon auch besser, als wo wir angefangen haben. Und jetzt kommt hier einmal durch die Bahn und dann Trab auf der Wechsellinie. Manchmal neigt sie rechts auch noch so ein bisschen dazu, sich auf den Zügel innen zu legen. Da müssen wir auch noch dran arbeiten. Aber wie gesagt, wir sind noch nicht lange dabei und haben in kurzer Zeit echt schon viel erreicht. Also ich glaube, da geht auf jeden Fall noch einiges. Es macht auch echt mega Spaß mit ihr. Und ja, jetzt sind wir auch fertig. Jetzt kommt hier das Halten. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch üben. Das ist auch noch nicht so sicher. Ja, aber jetzt habe ich euch gleich noch ein paar Sachen einfach mit Musik zusammengeschnitten, wo wir dann danach noch ein bisschen rumgeritten sind. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are, you are, you are. So, wir sind fertig. Dina hat das richtig fein gemacht. Natürlich waren noch so ein paar kleine Aussetzer, sage ich jetzt mal. Wir sind ja auch echt noch nicht lange im Training mit ihr. Aber das war schon echt gut und sie hat sich auch gut benommen. Sie war zwar ein bisschen an, sie ist ja nicht explodiert, sage ich mal. Ich glaube, sie wäre auch nicht explodiert, dafür müsste man sie vielleicht auch einfach noch besser kennen. Ich glaube auch nicht, dass sie da ausrastet, aber ist sie ja jetzt auch überhaupt nicht. Aber sie war schon an, aber hat das ja alles gut gemacht, hat sich zusammengerissen und jetzt geht's wieder in den Paddock. Und da ist es schon wieder. Ich geh mal schnell zu. Leute, ich bin jetzt schon in einem anderen Stall. Ich bin hier gerade bei Frieda. Wir haben jetzt gleich Training. Aber ich wollte natürlich noch das Outro von diesem Video aufnehmen. Ja, es ist jetzt schon ein paar Tage später nach Dinas ja, Trainingsturnier da. Und ja, also ich habe ja eigentlich schon einiges gesagt, aber nochmal so als grobes Fazit. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy mit Dina. Sie hat das klasse gemacht. Und ja, ich bin gespannt, wenn wir dann mal wirklich ein richtiges Turnier gehen, was wir dann auch für eine Bewertung von Richtern kriegen würden. Also jetzt ist es natürlich noch alles am Anfang. Ich würde ja jetzt so mit ihr auch, glaube ich, nicht direkt auf dem Turnier starten, aber wir haben ja noch sehr alle Zeit der Welt eigentlich und ich werde mit ihr ja weiter üben. Und wie gesagt, wir haben jetzt echt noch nicht lange trainiert und da ist schon so viel, also so eine Verbesserung ist das schon passiert. Da bin ich echt gespannt, was da noch raus werden kann, wenn man mal wirklich noch viel länger trainiert und miteinander arbeitet. Genau, da bin ich wie gesagt ganz, ganz, ganz gespannt. Ich nehme euch hier natürlich immer mit auf unserem Weg und genau, bin gespannt, was kommt. Jetzt, wie gesagt, ist aber erstmal Frieda dran. Wir haben nämlich morgen, also am Montag, weil das nehme ich hier gerade am Sonntag auf, wo das Video auch online kommt, haben wir nämlich ein Trainingsturnier und dann am Freitag haben wir dann das richtige Turnier und morgen können wir schon mal dort üben. Ja, mal gucken, wie das laufen wird. Aber jetzt wird erstmal trainiert und ja, ich wollte mich nochmal bei euch bedanken fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!